Willkommen zu Türchen Nummer 12. Anhänger, Schmetterling, irgendwas in die Richtung habe ich gesehen. Das sieht ein klein wenig nach einer Art Windspiel aus. So in die Richtung. Einmal zwei riesige Anhänger. Eieiei, was Klopper. Aber die sehen schon mal sehr schön aus. Dann die zwei Schmetterlinge. Die Anhänger kommen hier oben rein und das hier kommt hier unten dran. Bei dem hier genauso, der Anhänger kommt oben rein und das kommt hier unten dran. Jetzt muss es hier noch irgendwie einen, denke ich jetzt, eine Art Ring oder was geben, oder muss man das hier aufbiegen? Das wäre nicht so. Da sind sie doch. Hier. Diese zwei Ringe. Ein bisschen aufbiegen mit einer Schere, einer Zange. Das ist jetzt nicht so wichtig. So. Das einfädeln und dann kann man diese Ringe eigentlich recht einfach auch wieder mit den Fingern zusammendrücken und dann hat man diese Anhänger hier dran hängen. Ja, die Schmetterlinge sind von beiden Seiten zu bekleben. Okay, das muss ich fester zusammendrücken, ein bisschen enger machen, damit das nicht nochmal passiert. Aber zum Kleben ist es eh hinderlich, wenn das dranhängt. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Und dann kann man die ja, an ein Fenster hängen, ins Auto, damit es richtig eskaliert. Und hier haben wir die Steinchen, halt Regenbogenfarben. Von grün über gelb, orange, rot, über blau, alles dabei. Sieht sehr, sehr schön aus. Und morgen sehen wir uns zum nächsten Tütchen.